Sagt eurem normalen Leben Goodbye, denn auch im kommenden Jahr müssen wieder Städte aufgebaut, Truppen manövriert und eine Menge Gegner ins Nirvana taktiert werden. Wir haben mal geschaut, welche Spiele euch 2024 im Aufbau- und Strategiegenre so erwarten und, naja, sagen wir mal so, ihr werdet nicht leer ausgehen. Unsere Vorschau ist dieses Jahr so dick wie noch nie. Vom StarCraft-Thronanwärter über die Globalstrategie bis hin zum gewaltigen 4X-Imperium ist alles dabei. Ihr habt gedacht, der Start ins Jahr 2024 wird schön und lustig? Ha, falsch gedacht! Am 11. Januar geht's direkt an die Front in War Hospital. Als Chefarzt eines Feldlazaretts im Ersten Weltkrieg müsst ihr schauen, wie ihr zurechtkommt. Die Versorgung ist schlecht, verletzte Menschen kommen am laufenden Band und medizinische Fortschritte müssen erst noch gemacht werden. Im Stile von Frostpunk will War Hospital nicht, dass ihr Spaß habt. Es will euch brechen und eure Aufgabe ist es, diese Herausforderung zu meistern. Und nochmal der Erste Weltkrieg. In All Quiet in the Trenches seid ihr aber als Offizier für eine Truppe Soldaten zuständig. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich genügend ausruhen und Ablenkung nach den Einsätzen bekommen. Gleichzeitig müsst ihr aber auch eure Vorgesetzten zufriedenstellen. Am 17. Januar geht's in die Schützengräben. Auch in New Cycle geht es ziemlich düster zu. Hier ist die Welt nur bereits vor langer Zeit komplett in den Abgrund gestürzt. Doch aus den Trümmern erhebt ihr euch jetzt und baut euch eine Zivilisation zusammen. Sucht euch Ressourcen, baut Produktionslinien auf und wappnet euch vor wütenden Umweltkatastrophen ab dem 18. Januar. Um einiges bunter wird es in Roots of Yggdrasil. Das Aufbauspiel geht ein Experiment ein und mischt unter das bewährte Konzept auch Roguelike-Elemente. Alle Maps, die ihr in den neuen Reichen der nordischen Mythologie bereist, werden zufallsgeneriert. Und baut ihr eine erfolgreiche Siedlung, bekommt ihr neue Karten für euer Kartendeck. Das bestimmt, welche Gebäude ihr bauen dürft. So erweitert ihr eure Möglichkeiten immer weiter. Am 24. Januar startet ihr los. Kennt ihr noch The Movies von Peter Molyneux? Das Spiel, wo ihr euer eigenes Filmstudio hochzieht und eure eigenen Streifen dreht? Nicht? Naja, das ist nun auch schon 17 Jahre her und kann heute nicht mal gekauft werden. Trotzdem wird 2024 das Revival-Jahr für diese Art Aufbauspiele. Blockbuster Inc. macht da den Anfang im Januar. Hier zieht ihr euer Filmstudio hoch, dreht Blockbuster und werdet weltberühmt. Solium Infernum ist die absolute Hölle. Denn genau da spielt das 4X-Strategiespiel. Nachdem der Satan höchstpersönlich die Biege gemacht hat, streiten sich 6 Dämonenherrscher um den Höllenthron. Der Weg führt da natürlich über die größte Streitmacht, aber das Spiel will auch einen Fokus auf das politische Ränkespiel legen, wenn ihr eure Gegner oder eure Freunde hintergeht. Solium Infernum kann nämlich auch im Multiplayer gezockt werden. Mit Terminator Dark Fate Defiance schwingt ihr euch in Echtzeit-Matches in der düsteren Zukunft der legendären Filmreihe. Deswegen werdet ihr auch nicht mit Arnie selbst unterwegs sein, sondern mit den letzten Resten der Menschheit ums Überleben kämpfen. Dazu gibt's klassische Echtzeit-Matches im Multiplayer. In Outpost Infinity Siege stürzt ihr euch in packende Tower-Defense-Schlachten. Und zwar wortwörtlich, denn das Strategiespiel mischt Tower-Defense und Ego-Shooter. Erst baut ihr euch eure perfekte Science-Fiction-Burg auf und wenn dann die Gegnerhorden anrollen, ballert ihr selbst in Ego-Sicht mit. Die Sims sind zurück. Oh nee, warte mal. Das sind ja gar nicht die Sims. Das ist Life by You. Paradox will nämlich jetzt auch in die Lebenssim und lässt euch in sehr schicker Optik euer Traumhaus hochziehen und das Leben eurer Minions steuern. Das erinnert natürlich extrem an das große Vorbild. Schließlich wurde das Projekt vom ehemaligen Head of Sims gestartet. Am 5. März soll der Early Access starten. Am 7. März dürft ihr dann mal wieder über jeden Zug zweimal nachdenken in Crown Wars The Black Prince. Als Burgherr müsst ihr euch mit den Nachteilen eines großen Krieges rumschlagen, denn überall lauern Banditen oder sogar Schlimmeres. Ihr bildet und rüstet eure Soldaten aus, um sie dann in rundenbasierte Kämpfe zu schicken. Lange verschoben, aber am 8. März soll es endlich losgehen mit Homeworld 3. Die Rückkehr des Sci-Fi-Strategiespiels setzt an Teil 2 an. Erneut führt ihr eure Raumkämpfe nicht nur in 2D, sondern in 3D, was viel größere Taktiermöglichkeiten erlaubt. Schließlich könnt ihr nicht nur von rechts und links flankieren, sondern auch von oben und unten.
Die NASA will wieder zum Mond, doch bevor sie da überhaupt ankommt, habt ihr in The Crust schon eine gigantische Kolonie dahingestellt. Das Aufbauspiel stellt euch vor die Aufgabe, den Mond zu besiedeln. Dabei steht euch tatsächlich der gesamte Himmelskörper zur Verfügung. Neben dem Ressourcenabbau und der Energieproduktion erwartet euch auch noch eine motivierende Story. Wenn das so alles hinhaut, viel mehr als einen ersten Trailer gibt's von The Crust noch nicht. In Hoglands können Schweine zwar weiterhin nicht fliegen, aber dafür ordentlich draufhauen. Im 2D-Strategiespiel baut ihr mittelalterliche Schweinearmeen aus und zieht euch eine Festung hoch, denn die zu verteidigen gegen die bösen Wildsäue ist eure Aufgabe. Der Berg ruft in Layzara Summit Kingdom. Das Aufbauspiel versetzt euch an die steilen Berghänge eines hohen Gipfels. Da zieht ihr langsam eure Stadt über die verschiedenen Plateaus des Bergs hoch. Produktion, Wohnraum und sogar ein eigener Palast können errichtet werden. Dabei herrscht aber steter Platzmangel und die Gefahren des Bergs wie Schneelawinen sind allgegenwärtig. Ein bisschen mehr cozy geht es in Ages of Cataria zu. Hier zieht ihr eine kleine Siedlung hoch und erlebt die Geschichten eurer Siedler. Die werden im Laufe der Zeit nämlich älter und erleben so einiges. Durch unterschiedliche Charaktereigenschaften haben eure Bewohner außerdem verschiedene Bedürfnisse, die ihr berücksichtigen müsst. Es geht zurück in die Endzone. Nachdem der erste Teil des deutschen Entwicklers Gently Mad Studios ein kleiner Achtungserfolg wurde, will man jetzt nachlegen. Im zweiten Teil dürft ihr jetzt mehrere Siedlungen verwalten. Außerdem gibt es Handelsrouten und bessere Erkundung. Das Wichtigste ist aber wohl, ihr dürft den Bus am Anfang selber steuern und so den Startpunkt auch selbst festlegen. Der einzigartige Artstyle des französischen Künstlers Möbius ist bei Spieleentwicklern in letzter Zeit extrem beliebt. Nach Sable, Chance of Senar und Rollerdrome hält er mit Synergy jetzt auch Einzug ins Aufbaugenre. Auf einem kargen Wüstenplaneten zieht ihr eure Siedlung hoch, dabei müsst ihr mit knappen Ressourcen klarkommen. Ihr müsst die fremde Flora und Fauna erst erforschen, damit sie mehr Geheimnisse preisgibt. Es kann nicht genug Factorio-Klone geben, denken sich zumindest auch die Entwickler von Craftomation 101. Hier landet ihr mit eurem kleinen Roboter auf einem Eisplaneten, den es zu besiedeln und zu terraformen gilt. Ihr baut Ressourcen ab, erweitert die Produktion und schmelzt langsam das Eis. Dabei habt ihr eine sehr praktische Kettenmechanik für eure Befehle dabei. Fusch am Bau ist nicht so schlimm, wenn man ihn selber macht. In The Constructors werdet ihr zum Chef einer Baufirma und müsst eure Heimatstadt Grundstück für Grundstück wieder auf Vordermann bringen. Vom Fundament über die ersten Etagen bis hin zur Deko der Grünflächen drumherum dürft ihr alles selbst entscheiden. Richtig schöne Massenschlachten bekommt ihr in Heart of Myriad. Das Fantasy-RTS kommt ganz klassisch mit Basenbau und verschiedenen Einheiten daher. Sehr cool sind die verschiedenen Zaubersprüche, die ihr euren Feinden entgegenballert. Auch die Optik hat mit ihrer Voxel-Grafik einen ganz eigenen Stil. Die Welt ist grausam, vor allem wenn niemand mehr was hat. Das dürft ihr in Ascent of Ashes am eigenen Leib erfahren. In der Postapokalypse müsst ihr mit einer Handvoll Überlebender eine kleine Siedlung hochziehen. Dabei ist die größte Gefahr nicht eure Umwelt, sondern wie so oft die ebenfalls verbliebenen Menschen. In der Welt treiben sich andere Fraktionen rum, die euch noch den Dreck unter den Fingernägeln streitig machen wollen. Also überlegt genau, wie ihr sie fertig macht in den pausierbaren Echtzeitkämpfen. Immer geht's nur gegen die Orks. Die wollen auch nur überleben. Und genau darum geht's in Ork Warchief. Nachdem die Grünhäute von den garstigen Menschen geschlagen wurden, formieren sie sich jetzt wieder und wollen zu alter Stärke zurückkehren. Ihr helft dabei, baut beeindruckende Lager und treibt die Menschen zurück. Aus dem gleichen Umfeld wie Ork Warchief kommt auch der Post-Apo-Builder. Hier zieht ihr in bester Fallout-Manier eine kleine Siedlung inmitten der Postapokalypse hoch. Ihr sammelt Ressourcen, repariert alte Geräte der Vorzeit, wie Autos und so, und stellt Verteidigungsanlagen auf. Die Umgebung wartet nämlich mit gefährlichen Tieren und Banditen. Totenbeschwörer und andere Untergrundfans hergehört, es gibt einen Turm zu verteidigen. In Necrosmith 2 erhebt ihr wieder eine Armee der Untoten aus ihren Gräbern. Nebenbei baut ihr außerdem noch euren Turm aus und erkundet die Umgebung der zufällig generierten Welt. Neu dabei ist diesmal ein Tag-Nacht-Zyklus, der sich auch auf eure Einheiten auswirkt. Mystisch wird's in Godsworn. Hier wartet nämlich ein Echtzeitstrategiespiel mit Engelskriegern und Schlangensoldaten. Abseits des Settings wandelt man aber auf ausgetretenen Pfaden mit klassischem Basenbau, Ausheben der Truppen und Helden mit besonderen Fähigkeiten, die das Gameplay etwas aufpeppen.
Nochmal Fantasy, diesmal aber mit etwas mehr Story. In Songs of Silence erhebt ihr euch zum Anführer eines gebrochenen Landes, das von einer alles verschlingenden Dunkelheit heimgesucht wird. Auf einer Oberweltkarte baut ihr eure Städte mit den wenigen verbliebenen Ressourcen aus und auf den zufällig generierten Schlachtkarten zieht ihr in Echtzeitkämpfe. Am 26. April soll es dann endlich soweit sein und mit Manor Lords erscheint eines der meist erwarteten Spiele im Aufbau- und Strategiebereich. Darin will man beide Lager zufriedenstellen. Einerseits bietet der Titel eine sehr schön detaillierte Aufbausimulation eurer Siedlung, andererseits zieht ihr dann mit euren Armeen in die Schlacht. Die Konsolenversion soll später folgen. Wenn der Strom ausfällt, dann haben wir ein Problem. Dann können wir nämlich gar nicht Neverdark spielen. Da ist die Welt ins Chaos gestürzt, als es einen globalen Blackout gegeben hat. Eure Aufgabe ist es, die Zivilisation wieder aufzubauen. Dabei basieren die spielbaren Karten auf echten Städten wie Paris, Tokio oder New York. Ihr müsst schwere Entscheidungen treffen und taktisch kluge Manöver gegen eure Feinde ausführen. Am 28. Juni gehen die Lichter aus. Wappnet euch gegen die marodierenden Horden. In Kataklysmo bastelt ihr eure eigene Festung zusammen, die ihr dann in bester Tower-Defense-Manier verteidigen müsst. Jede Nacht rücken die Feinde an, jeden Tag müsst ihr die Schäden reparieren und neue Verteidigungsanlagen hochziehen. Modu War gibt mal einen frischen Twist ins Strategiegenre, denn hier seid ihr ein Monster, das immer größer wird und sich aufteilt, Mitose und so. So baut ihr eure Basis langsam aus und erkundet die Umgebung. Daraus entstehen natürlich auch Einheiten, die ihr entweder gegen den Computer oder gegen eure Freunde im Mehrspieler in den Kampf schickt. Factorio mit Krieg, und zwar einem gewaltigen Krieg. Das ist Industrial Annihilation. Die Macher von Planetary Annihilation schnappen sich das exzessive Basenbauen von Factorio und mixen das mit Echtzeitstrategie. Ihr seht zu, dass eure Produktionslinien stehen, damit ihr einen gigantischen Strom an Einheiten auf eure Feinde loslassen könnt. Wenn es schon Blizzard selbst nicht mehr macht, dann machen es eben die Blizzard-Mitarbeiter, die dem Unternehmen mittlerweile den Rücken gekehrt haben. Stormgate will mal wieder so ein richtig schönes RTS-Feeling aufbauen. 3 Fraktionen, Basenbau und viel Schere, Stein, Papier. Im Sommer startet man in den Early Access, aber kosten soll Stormgate eh nichts. Man zielt auf ein Free-to-Play-Modell ab. Dass große Burgenschlachten cool sind, das wissen wir ja bereits seit Stronghold. 400 Catapults steht da in nichts nach. Und sie haben sogar noch eine schicke Grafik. Zieht eure Burgen hoch oder zerlegt die gegnerischen Festungen mit massenhaft Einheiten und ordentlich Rumsfaktor, wenn ihr eure Katapulte loslasst. Sagt euch der Name Petroglyph noch was? Ja, die Star Wars Empire at War Macher melden sich mit einem neuen RTS zurück. Im neuen Teil ihrer Bit Armies Reihe geht's wieder in eine sehr blockige Welt, wo ihr eure Basis hochzieht und dann Einheiten rauspumpt, damit ihr euch entweder gegenseitig auf die Mütze gebt oder zusammen gegen die KI antretet. Wenn es um 4X im Weltraum geht, dann hat Stellaris da immer noch die Nase vorn. Mit Alliance of the Sacred Sun kommt 2024 allerdings auch ein neuer Anwärter auf die Krone. Dafür mischt das Spiel noch einen guten Schuss Crusader Kings unter und lässt den eigenen Charakter über die Spieldauer altern. Lasst euch also nicht von Intrigen überraschen und habt immer einen Thronfolger parat. Auf in die Lüfte geht es im Nachfolger von Airborne Kingdom. In Airborne Empire baut ihr ebenfalls eine fliegende Stadt auf und bereist so eine Open-World-Karte. Neu ist diesmal, dass sie auch Schlachten in der Luft schlagt. Das wird vor allem dann fies, wenn es eines eurer Triebwerke erwischt und die Stadt Schlagseite bekommt. Xbox ist nicht mehr nur Konsole, sondern auch PC und deswegen entwickelt man mit ARA History Untold ein PC-exklusives 4X-Strategiespiel. Das soll den Kampf gegen Civilization aufnehmen. Im ersten Trailer, der dieses Jahr gezeigt wurde, sieht man vor allem ausladende Städte und eine schicke Grafik. Aber reicht das, um den 4X-Strategiethron der Menschheitsgeschichte abzusahen? Der Falconeer-Entwickler Thomas Sala hat ein neues Spiel im Gepäck. Diesmal ist es ein Aufbauspiel. Ihr sucht euch mit eurem Luftschiff einen lauschigen Felsen aus, auf dem ihr langsam eure Heimat hochzieht. Dazu gibt es ein wenig Ressourcenmanagement und natürlich auch ein paar Kämpfe. Das Spiel wurde bereits 2022 angekündigt. 2024 könnte es also durchaus was werden. Richtig abgefahren wird es in Beyond These Stars. Hier baut ihr eure Siedlung nämlich auf dem Rücken eines Weltraumwals. Ja, richtig gehört. Das Vieh ist so riesig, dass auf seinem Rücken Wälder und Wiesen wachsen und die perfekte Grundlage für eine Stadt bilden. Aber immer schön aufpassen. Das Ökosystem auf so einem Wal ist empfindlich und gerät schnell aus dem Gleichgewicht.
Mit Superhelden mal richtig aufräumen. Das könnt ihr in Capes. Das Strategiespiel lässt euch eure eigene Superheldentruppe zusammenstellen, die ihr in rundenbasierte Taktikkämpfe schickt. Dabei müsst ihr zusammenarbeiten und eure Kräfte auch kombinieren. Alles, um eure Stadt endlich aus der Hand der Verbrecher zu befreien. Nazis und Faschisten auf die Mütze geben ist ja eh immer eine gute Idee. Von daher macht Classified France 44 schon mal einiges richtig. Ihr steuert ein Spezialteam des Widerstands rundenbasiert durch die Reihen der Deutschen und verursacht so viel Chaos und Ärger wie möglich. Aber Achtung, je mehr Ziele ihr angreift, desto mehr zieht ihr die Aufmerksamkeit der Gestapo auf euch. In Celestial Empire verschlägt es euch nach China. Hier führt ihr im Auftrag des Kaisers eine Provinz zu neuem Ruhm. Hier müssen wir allerdings ausdrücklich sagen, beim Publisher handelt es sich um Playway. Die kündigen gerne mal Aufbauspiele an, die dann schlicht nicht rauskommen oder ewig brauchen. So richtig einheben wird man in eurer Taverne können. Crossroads Inn 2 macht euch zum Wirt, denn wir wissen alle, wer nix wird, wird Wirt. Ihr richtet euren Schankraum ein, stellt die Mitarbeiter ein und trefft Entscheidungen. Seid ihr ein netter Gastwirt oder ein zwielichtiger Halunke, der seine Kneipe auch zum Aushecken finsterer Pläne missbraucht. Beim Namen Commandos erschaudern die altgedienten Strategiespielveteranen. Schließlich war die Commandos-Serie in den 90ern ein wahres Taktikbrett. 2024 feiert die Serie mit dem Untertitel Origins ihr großes Comeback, diesmal in wunderschönem 3D. Wie ihr vorgeht, bleibt euch überlassen, Hauptsache euch entdeckt niemand. Ein Aufbauspiel im alten Ägypten. Da kommen doch bei den ganzen alten Hasen die Nostalgietränen hoch, oder? Jetzt dürft ihr das auch in Schick spielen in Dynasty of the Sands. Hier zieht ihr eure Pharaonenstadt am Nil hoch, während euch das Wetter und die Einwohner ständig auf die Nerven, meine natürlich immer vor eine Herausforderung stellen. Seid ihr des Pharaos würdig? Bei den Azteken bauen, das kommt auch nicht so oft vor. Allein dafür kann man mal einen Blick auf El Dorado werfen. Wie der Name schon sagt, baut ihr hier die sagenumwobene Goldstadt auf. Von Wohnhäusern, Produktionsstätten bis hin zu riesigen Tempeln führt ihr eure Stadt zum Ruhm. Dabei geht ihr auch über Leichen, wenn ihr benachbarte Völker unterjocht. Hinterhältig wird's bei Espiocracy. Hier steuert ihr nämlich keine Kampfeinheiten oder so, nein, ihr seid hier der Chef eines Geheimdienstes zu Beginn des Kalten Kriegs. Ihr schleust Agenten ein, veranlasst Attentate und zettelt sogar Stellvertreterkriege an. Do you want ants? 'Cause that's how you get ants. In Empire of the Ants steuert ihr einen Ameisenhaufen, beziehungsweise leitet eure Ameisenkollegen an, dass sie ihre Arbeit machen oder gegnerische Ameisen umhauen. Das Ganze erinnert dabei vom Konzept sehr an die Pikmin-Reihe. Eins sticht allerdings hervor und das ist die Grafik. Empire of the Ants sieht richtig schick aus. Alle Freunde von Black and White dürfen sich ebenfalls freuen, denn das Genre der Götter-Aufbauspiele kehrt mit Vater Deum zurück. Als allmächtiger Gott liegt es in eurer Hand, in welche Richtung sich das Königreich entwickelt. Seid ihr gütig, feiern euch die Untertanen, aber auch grausame Götter können erfolgreich sein, wenn sie mächtige Blutrituale durchführen oder die Gläubigen gleich zu willenlosen Zombies verwandeln. Nach mehreren Verschiebungen soll es 2024 dann endlich soweit sein. Immer schön der Reihe nach geht es in Forgotten but Unbroken. Auf verschiedenen Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs taktiert ihr euch in bester XCOM-Manier durch die Reihen der Nazis. Dabei müsst ihr natürlich auf eure Spezialisten aufpassen, denn beißen die ins Gras, sind sie auch weg. Auf eurem Weg trefft ihr sogar auf echte Figuren dieser Zeit. Die Story von Frostpunk 2 setzt 30 Jahre nach dem ersten Teil an. Die Zeit der Kohle ist vorbei und die Menschheit hat angefangen, Öl aus dem Erdboden zu pumpen. Welche Probleme das bringt und welche schwierigen Entscheidungen wir diesmal treffen müssen, werden uns die 11-Bit Studios noch 2024 verraten. Im ersten Trailer sieht man allerdings schon einen großen Unterschied. Die Städte sind diesmal um einiges größer. Was machen eigentlich Aliens, wenn sie krank werden? Genau, sie kommen zu eurer intergalaktischen Notaufnahme. In Galacticare zieht ihr ein Weltraumkrankenhaus hoch. Das Problem ist nur, wie behandelt man denn jetzt einen Schleimblob oder ein riesiges Tentakelmonster? Ihr findet es im umfangreichen Forschungsbaum raus. Heart of the Machine stellt das Aufbaugenre etwas auf den Kopf, denn anstatt selbst eine Stadt hochzuziehen, startet ihr hier bereits in einer voll ausgebauten Metropole. Ihr seid nämlich die erste KI, die ein Bewusstsein entwickelt hat. Niemand weiß, dass es euch gibt und so könnt ihr zumindest anfangs ungestört vor euch hinarbeiten und die Millionen simulierten Menschen eurer Stadt langsam in eure Richtung treiben. Dabei ist es euch freigestellt, ob ihr selbstlos die Forschung vorantreibt oder die Menschen mit laserschießenden Tintenstrahldruckern unterjocht, die ihr im Geheimen entwickelt habt.
Globalstrategiespiele mit abgefahrenen Settings gibt's viel zu wenige. Zum Glück geht Kaiserpunk das Problem aber an. Das Spiel schleudert euch an den Anfang des 20. Jahrhunderts eines alternativen Universums. Ihr baut einerseits eure eigene Stadt auf, aber auch euren eigenen Staat. Auf einer Weltkarte verschiebt ihr nämlich auch eure Einheiten. Im Technologiebaum erforscht ihr euren Weg vom Zeppelin bis zum mächtigen Bomberflugzeug. Mars Tactics folgt einer klaren und einfachen Linie. In rundenbasierten Kämpfen einen Planeten erobern. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine von zwei Fraktionen auf dem roten Planeten und müsst mit ihr die andere unterwerfen. Das funktioniert dann in bester XCOM- und Jagged Alliance-Manier in rundenbasierten Kämpfen. Dazu gibt's ein detailliertes Physiksystem mit zerstörbarem Terrain. Kommt ihr also an euren Gegner nicht ran, dann ballert halt einfach ein Loch in die Wand. Es ist eine kleine Odyssee. Man of War 2 steht nun schon zum dritten Mal in unserer Jahresvorschau für die Strategiespiele. Da mittlerweile bereits umfangreiche Betas laufen, sind wir aber zuversichtlich, dass es 2024 endlich was wird. Die Weltkriegsserie geht mit dem zweiten Teil in eine Evolution statt Revolution. Die Entwickler planen wieder zahlreiche historisch akkurate Einheiten, zerstörbares Terrain und eine stark verbesserte KI. Zwei Kampagnen und ein Multiplayer runden das Paket ab. 4X ist ja für Paradox eigentlich die Paradedisziplin. Und trotzdem haben sie noch keinen Versuch gewagt, in die Civilization-Richtung zu gehen, zumindest bis jetzt. Mit Millennia will man seinen eigenen Civ-Konkurrenten ins Rennen bringen. Ihr zieht ein Volk von der Steinzeit bis ins Weltraumzeitalter hoch. Den besonderen Twist legt Paradox auf den Warenkreislauf. Während ihr zu Beginn noch mit einfachen Ressourcen startet, verfeinert ihr die im Spielverlauf in spezialisierten Regionen. Ob das reicht, dem König die Krone zu rauben, sehen wir voraussichtlich 2024. Und noch ein geistiger Nachfahre von The Movies. In Movies Tycoon zieht ihr ebenfalls euer ganz eigenes Filmstudio hoch und dreht einen Kassenschlager nach dem anderen. Also im besten Fall. Sehr cool ist der Charakter-Editor, mit dem wir unseren Traumhauptdarsteller im Detail zusammenbasteln. Und Action! Ein Trip in die Dunkelheit erwartet euch in Night is Coming. Das Aufbauspiel wirft euch in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr eure Siedlung in ständiger Angst vor Angriffen hochziehen müsst. Todesfeen, Waldgeister, Werwölfe, das alles sind die Bedrohungen, die auf euch lauern. Doch solltet ihr euch nicht nur verschanzen, denn vergrabt ihr euch nur, merkt es das Spiel und die Gegnerwellen werden nur stärker. Wichtiger ist es, mit euren Siedlern die Umgebung zu erkunden, um den Fluch zu brechen, der auf der Welt liegt. In Norland werdet ihr euch vor Spannung auf den Nägeln kauen. Hier seid ihr nämlich der Herrscher einer mittelalterlichen Stadt. Der Clou dabei? Jeder Bürger, vom Sklaven bis zum Adelsmann, hat einen eigenen Charakter und eine eigene Agenda. Ihr müsst also schauen, dass ihr all diese Unruhefaktoren im Blick behaltet und euch niemand das Messer lachend in den Rücken rammt. Den inneren Geschichtslehrer befriedigt ihr mit Pax Augusta. Die Entwickler rühmen sich damit, die wohl realistischste antike Städtebausimulation im alten Rom zu entwickeln. Dafür wurden Ruinen detailliert analysiert und 1:1 nachgebaut. Doch müsst ihr eure Stadt auch vor den Gefahren schützen, die das Römische Reich damals geplagt haben. Feuer, Kriminalität, diese elenden Barbaren aus dem Norden. Ihr siedelt 2024 von Britannia nach Dacia. In Project Haven ist die Erde mal wieder hinüber und nur noch eine Stadt steht. Da muss natürlich jeder schauen, wo er bleibt. Ihr steuert eine Truppe an Söldnern, die sich durch diese Dystopie durchschlagen muss, indem sie zwielichtige Aufträge annimmt. Die führen euch durch Horden an Feinden, die ihr in Rundenkämpfen erledigt. Dabei dürft ihr solo als auch mit bis zu 3 Freunden im Koop antreten. Fans von Stronghold sitzen ja bereits seit Jahren auf dem Trockenen. Neue Teile der Serie enttäuschen oft und der 1000. Re-Release von Stronghold Crusader ist da jetzt auch nicht das Wahre. Castlecraft könnte da aber Abhilfe schaffen. Dort dürft ihr steinerne Bollwerke hochziehen, die ihr dann gegen Feinde verteidigen müsst. Dabei nutzt das Spiel eine Voxel-Engine. Die Mauern bestehen also aus vielen kleinen Einzelbausteinen, die eine realistische Zerstörung ermöglichen. Arrrr, und ne Buddel vor Rum gibt's in Republic of Pirates. Hier errichtet ihr ein Paradies für Freibeuter in der Karibik. Zieht eine kleine Siedlung hoch und kommt mit dem Schwarzmarkt zu Reichtum. Auf dem verkauft ihr nämlich all die gestohlenen Reichtümer. Aber Vorsicht, wer so viel Gold unter Halunken bunkert, wird schnell selbst zur Zielscheibe. Wenn alles läuft wie ein Uhrwerk, dann befriedigt das bei vielen den inneren Monk.
Und für alle, die sich davon angesprochen fühlen, ist Shapes 2 etwas. In diesem Factorio-Klon geht es um geometrische Formen. Die werden abgebaut und formgerecht weiterverarbeitet. Dafür errichtet ihr genretypisch riesige Produktionsanlagen, damit am Ende alles läuft wie, naja, ein Uhrwerk eben. Zurück in die pixelige 2D-Welt geht es in Sons of Valhalla. Hier baut ihr euch in 2D eine Wikinger-Siedlung auf. Die Ressourcen dafür ergattert ihr durch Plünderfahrten. Aber denkt dran, eure Siedlung auch zu befestigen, denn irgendwann wollen die Nachbarn nicht mehr ausgeraubt werden und kommen selbst mal vorbei. Wenn man mal Bergbaustationen in Spielen besucht, dann jagt man sie entweder hoch oder man wird von mutierten Necromorphs gejagt. In Star Miner ist das jetzt aber mal anders. Hier zieht ihr nämlich eine Bergbaukolonie hoch. Die wird allerdings regelmäßig von Aliens angegriffen, also denkt an die Superlaser. Endlich mal wieder so wie früher macht es Tempest Rising. Die Hoffnung der Echtzeitstrategie hat nicht nur einmal etwas genauer zu Command & Conquer rübergeschielt, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil könnte Slipgate Ironworks hier endlich wieder das Echtzeitstrategiespielerlebnis bieten, das Electronic Arts schon lange aufgegeben hat. 2024 stürzen wir uns dann hoffentlich in den Kampf zwischen GDI und Not. Ah ne, halt, das ist ja in Tempest Rising GDF und Tempest Dynasty. 1845 sind zwei Schiffe der Royal Navy auf der Suche nach der Nordwestpassage im ewigen Eis verschollen. Das begründete eines der größten Mysterien der jüngeren Geschichte. Terror Endless Night nimmt sich diese Geschichte und lässt sie euch spielen. Als Kapitän der im Eis gefangenen Schiffe ist es eure Aufgabe, eure Crew zu versorgen und beisammen zu halten. Dabei müsst ihr harte Entscheidungen treffen, die nicht jeden erfreuen werden. Der Stamm ruft. In The Way of Wrath seid ihr der Anführer eines Stammes während der Bronzezeit. Dabei hat jedes Mitglied eine eigene verzweigte Geschichte und es gibt enge Bande zwischen den Menschen. Wenn also mal jemand stirbt, dann ist das ein traumatisches Ereignis. Behaltet eure Freunde also in den Augen während der pausierbaren Echtzeitkämpfe. Und nochmal schwere Entscheidungen im Mittelalter. In Thrive, Heavy Lies the Crown, baut ihr ebenfalls euer eigenes Städtchen auf. Dafür weist ihr euren Einwohnern gezielt Aufgaben zu. Spannend wird es aber in eurer Gesinnung. Ihr dürft nämlich frei entscheiden, ob ihr ein gutmütiger Herrscher seid oder lieber die Peitsche knallen lasst, damit die faulen Säcke sich mal in Bewegung setzen. Was machen eigentlich die Pinguine am Nordpol den ganzen Tag? Gut aufgepasst, gar nichts, denn die gibt's ja nur am Südpol. Und da bauen sie jetzt fleißig kleine Städte auf. In United Penguin Kingdom steuert ihr die putzigen kleinen Schnabeltiere, baut Produktionsketten auf und schützt sie vor den Angriffen von fiesen Killerwalen. Eine erste Demo könnt ihr auf Steam bereits spielen. Wer bei Civilization und der hunderttausendsten Reise durch die Menschheitsgeschichte mittlerweile nur noch gähnen muss, sollte sich Zephon anschauen. Im 4X-Strategiespiel ist die Menschheit nämlich fast ausgelöscht worden durch eine Alien-Invasion. Man konnte sie zwar zurückschlagen, doch die Erde liegt in Schutt und Asche und eure Aufgabe ist es, die Welt wieder aufzubauen und die restlichen Truppen der Eindringlinge auszulöschen. Und damit sind wir am Ende unseres Ausblicks für Aufbau- und Strategiespiele. Mit über 70 Spielen ist da vermutlich für jeden was dabei. Was hat euch denn am besten gefallen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wir haben aber natürlich auch noch mehr Vorschaulisten, wie zum Beispiel Shooter oder Rollenspiele. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.